Was alles in der letzten Folge der Spielerkarriere geschah. Der erste Geniestreich von DGTV sein würde. Und ich ziemlich verwundert war, wen meint er denn jetzt mit DGTV? Der kann ja nicht mich meinen damit. Ich würde lieber beim SV Meppen spielen und mich da von der dritten Liga in die erste Liga arbeiten, als mit dem eigenen Willen meines Vaters, den ich niemals in meinem Leben kennengelernt habe, zum FC Bayern München zu wechseln. Damit waren die Vertragsverhandlungen offiziell. Was ich aber nicht gerechnet hatte, war, dass mehrere Vereine aus der Bundesliga tatsächlich Interesse an meiner Person hatten. Und so kam ein alles entscheidender Anruf aus Dortmund. Die Vertragsverhandlungen mit Bayern sind zwar gescheitert, es wird aber trotzdem in die Bundesliga gehen. Es geht zu Borussia Dortmund. Mit dem Wechsel vom SV Meppen zu Borussia Dortmund beginnt ein komplett neues Kapitel in meinem Leben. Nicht nur, dass wir vom SV Meppen aus der dritten Liga zu Borussia Dortmund in die Bundesliga gewechselt sind. Nein, wir haben natürlich auch unsere Heimatstadt mit Hannover verlassen und sind jetzt in einer komplett fremden Stadt in Dortmund in Nordrhein-Westfalen. Nach der Vorbereitung, wo wir ja erfolgreich in der letzten Folge mit 3:1 ausgeschieden sind, jetzt eben auch in Dortmund endlich mal angekommen, gilt es jetzt natürlich erstmal eine Wohnung zu finden. Im Vorbereitungsturnier natürlich in irgendwelchen Hotels geschlafen oder dann halt auch mal mit Teamkollegen unterwegs gewesen und dort mal vielleicht eine Nacht verbracht. Jetzt gilt es aber das allererste Mal eine eigene Bleibe zu haben und ich habe auch tatsächlich eine gefunden. Wir machen uns auf den Weg. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, vom ersten Gehalt kann man sich natürlich keine absolute Luxusvilla leisten, aber ich bin relativ zufrieden. Ich bin natürlich auch nicht irgendwie in den besten Verhältnissen aufgewachsen. Deshalb ist diese erste Wohnung, wie ich finde, doch eine ziemlich nette für den Anfang. Nach ein bisschen Fußmarsch sind wir dann auch endlich mal angekommen. Ist auch so eine Sache, die man sich auf alle Fälle von den nächsten Wochengeldern mal holen müsste. Mit einem Auto mal ein bisschen mobiler unterwegs zu sein und nicht immer von Punkt A nach B zu Fuß unterwegs sein zu müssen. Wie gesagt, Leute, bedenkt, von den ersten Wochengehältern als Youngster ist es nicht möglich, sich ein Ferrari und eine Luxusvilla zu leisten. Deshalb wird das jetzt hier erstmal unsere allererste Bleibe in Dortmund werden. Von außen, finde ich, sieht das Ganze natürlich nicht so überragend aus, aber die Wohnung innen drin, das können wir uns jetzt auch nochmal anschauen, finde ich, sieht gar nicht so schlecht aus. Klar, also wie gesagt, es ist kein Luxus oder so, kein Luxus-Apartment mit 2 oder 3 Etagen und sonstigen Dingen. Es ist eine schlichte Zwei-Zimmer-Wohnung eben mit einem relativ großen Bereich, mit Küche, Wohnbereich und so weiter und so weiter. Dann natürlich auch noch ein Schlafzimmer. Ich finde aber, für den Anfang ist das Ganze vollkommen okay. Wie gesagt, das Ganze kann natürlich noch in der Zukunft besser werden. Je besser unser Gehalt wird und je mehr wir davon eben auch sparen, desto mehr und teurere Sachen können wir uns dann letztendlich auch leisten. Wie gesagt, für den Anfang, finde ich, geht das Ganze klar. Ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Von außen ist der Eindruck halt, finde ich, nicht so überragend. Von innen drin, muss ich sagen, war ich dann aber überzeugt. Und ja, außen spielt es, finde ich, nicht so die Riesenrolle. Innen drin ist das, was zählt. Und da muss ich sagen, hat mich die Wohnung auf vollster Linie überzeugt. Das ist unsere allererste Bleibe in Dortmund und damit würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zum Gameplay dieser dritten Folge der FIFA 18 Spielerkarriere. Die Spannung in der heutigen Folge der Spielerkarriere ist, wie ich finde, richtig groß. Nicht nur, dass wir die ersten Pflichtspiele der Saison mit Borussia Dortmund haben werden, gegen die Bayern geht es direkt ran im Supercup-Finale und daraufhin noch der Bundesliga-Auftakt gegen den VfL Wolfsburg. Nein, es ist, wie ich finde, auch noch eine sehr wichtige Zeit, eine sehr wichtige Phase für uns, denn es ist quasi die Phase, wo wir erkennen können, wo unser Standing in dieser Mannschaft bei Dortmund ist, ob wir vielleicht ein möglicher Startelf-Kandidat sind oder dann doch eher der Reservist, der sich dann aller Voraussicht nach auch noch in dieser Transferphase verleihen lassen würde zu einem schlechteren Bundesliga-Verein oder vielleicht sogar in die zweite Liga. Das und vieles mehr gilt es also in der heutigen Folge herauszufinden. Bevor wir jetzt aber mit dem ganzen Geschehen der heutigen Folge reinstarten, wollte ich mich erstmal bedanken mal wieder für das phänomenale Feedback auf die letzte Folge. 5000 Likes waren ja bekanntermaßen das Ziel und ihr seid mal wieder komplett übers Ziel hinausgeschossen, denn die letzte Folge hat neben 50.000 Klicks auch einfach mal 6.800 Likes, also fast 7.000 Likes. 5.000 waren das Ziel für die letzte Folge und sind auch das Ziel für die heutige Folge. Würde mich wirklich mega freuen, wenn jeder da draußen von euch, der die Spielerkarriere feiert, das Ganze weiterhin aktiv sehen möchte, hier einfach mal einen Daumen nach oben da lässt. Ist für euch wirklich nur ein ganz kleiner Klick und für mich einfach nur eine mega Unterstützung. 5000 Likes wären mega fresh von euch. Und ansonsten, falls du den Kanal vielleicht noch nicht abonniert haben solltest, Leute, wir stehen mittlerweile bei weniger als 800 Abonnenten, die noch fehlen zu den 100.000. Deswegen, falls du noch kein Abonnent des Kanals sein solltest und Teil der Hashtag DGTV Army bist, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, das Ganze schleunigst nachzuholen, den Kanal komplett kostenlos abonnieren und in der Zukunft eben auch keine weiteren Videos der Spielerkarriere, der Bayernkarriere oder der HSV-SDG verpassen und mich natürlich vor allem auf meinem Weg zu den 100.000 Abonnenten unterstützen. Hashtag Road to 100k, ihr wisst Bescheid. Ich denke mal, da muss ich nicht viel noch zu erzählen. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mal so richtig rein in die heutige Folge der FIFA
gemacht. 10 Spielerkarriere. Was wir jetzt schon mal machen können, was ich hier sehr interessant finde, ist, wir gehen auf meine Aktion und könnten vielleicht schon mal eine Leihe anfragen. Finde ich auf jeden Fall gar nicht so uninteressant, denn es ist natürlich eine Möglichkeit vorhanden, dass wir eher der Reservist sind bei Borussia Dortmund durchsetzen. Hier wird natürlich von Anfang an sehr schwer werden, ist möglich, also kein Ding der Unmöglichkeit, aber wird sehr schwer werden. Ich werde einfach mal eine Leihe anfragen und wir schauen einfach mal, wie der Trainer darauf reagiert und was wir für Angebote reinbekommen. Ob wir jetzt hier Leihangebote vom Zweitligisten bekommen oder sogar vielleicht von einem Bundesligisten. Das wäre eigentlich so, muss ich sagen, mein Ziel, vielleicht in der Bundesliga verliehen zu werden, zum SC Freiburg, zu Werder Bremen oder zu sonstigen kleinen Verein aus dieser Liga. Und ich denke mal, mit einem Rating von 72 und einem Marktwert von über 7 Millionen sollte das Ganze auch nicht unbedingt ein Ding der Unmöglichkeit sein. Der Trainer sendet uns folgende Nachricht. Ich habe deine Bitte um Ausleihe überdacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass nichts dagegen spricht. Du wirst umgehend auf die Leihliste gesetzt und ich werde dich über alle eingehenden Angebote informieren. Wir werden eben sehen, vielleicht werden wir uns ja auch bei Borussia Dortmund durchsetzen. Dazu wird es wahrscheinlich in der heutigen Folge auch noch eine Umfrage geben. Also sehr empfehlenswert, die Folge wahrscheinlich bis zum Ende zu schauen. Denn falls wir wirklich als Stammspieler eingesetzt werden würden, das kann natürlich auch immer wieder passieren. Das war, glaube ich, in der ersten FIFA 17 Spielerkarriere auch so, dass wir ziemlich oft gespielt haben und, glaube ich, sogar fast Stammspieler waren, aber uns dann trotzdem verliehen haben. Wenn das Ganze vielleicht bei Borussia Dortmund genauso ist, und das werden wir nämlich gleich erfahren, wenn wir beim Tag des Supercup-Finals angekommen sind, und da haben wir auch das erste Leihangebot direkt bekommen. Und da sehen wir die Nachricht schon, während hier der alte Homie Lionel Messi im Hintergrund zu sehen ist: Du wirst in der heutigen Mannschaft nicht berücksichtigt. Ja, stabiles erstes Leihangebot, was wir erhalten haben von Mansfield Town. Ich weiß nicht mal, in welcher Liga die spielen, also klingt ziemlich uninteressant. Ja, Supercup-Finale werden wir einfach mal simulieren. Ich sehe schon, Dortmund hat sich im Sturm verstärkt mit Belotti als Nummer 2 Stürmer hinter Aubameyang. Auf jeden Fall ein guter Transfer, finde ich zumindest. Toprak mit dem 1:0. Ja, und da kommt direkt mal Bayern mit einem Doppelschlag zurück. Lewandowski und Robin innerhalb von 4 Minuten mit 2 Toren. Wir werden das Ganze einfach mal überspringen und im Endeffekt gewinnen die Bayern mit 3:1. Ja, mit DGTV Junior wäre das Ganze bestimmt anders ausgegangen. Da hätten sie wahrscheinlich nur 3:2 verloren. Das nächste Leihangebot, was wir halten, ist vom 1. FC Magdeburg. Und in die dritte Liga würde ich jetzt nicht unbedingt gerne wieder gehen wollen. Also auch wenn es nicht uninteressant klingt, Magdeburg ist auf jeden Fall kein schlechter Verein. Aber dennoch, ich würde, wenn schon, zweite Liga anpeilen. Also zweite Liga wäre so das Minimum. Maximum wäre natürlich ganz klar die Bundesliga, aber an der dritten Liga habe ich auch nicht so das größte Interesse. 2 Spiele verbleiben noch in diesem Monat, wir schauen einfach mal. Falls wir eines dieser Spiele spielen sollten, dann bestehe, finde ich zumindest, eine Möglichkeit, während wir jetzt hier auch im Training auf das 73er Rating steigen. Das allererste Upgrade hier in der FIFA 18 Spielerkarriere. Bestände, finde ich, noch eine Möglichkeit, dass man sagen kann, wir bleiben hier bei Borussia Dortmund, aber wenn wir wirklich alle 3 Spiele in diesem Monat nicht spielen sollten, also nicht berücksichtigt werden, dann steht meiner Meinung nach auch gar keine Debatte hier überhaupt zur Verfügung. Dann werden wir uns einfach verleihen lassen. So, die Spannung steigt vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Was passiert mit DGTV Junior? Wird er spielen oder nicht? Wir haben auf jeden Fall Ziele bekommen vom Trainer. Die nächsten Partien sind für uns absolut machbar. Gegen Freiburg erwarte ich 3 Punkte. Heißt das, dass wir gegen Freiburg spielen werden? Ich weiß es nicht. Wolfsburg und Hertha sind die beiden Partien für den heutigen bzw. für den jetzigen Monat. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Und was bringen mir diese ganzen Ziele, die eigentlich von einem komplett anderen Stern sind, wenn ich nicht mal spiele? Also cool, dass der Trainer von mir eine 9,0er Bewertung verlangt, aber ich spiele halt nicht, deswegen kann ich die auch nicht erreichen. Von der Bank oder von der Reserve, von der Tribüne geht das Ganze auch nur sehr schwer. Damit kommen wir also zum zweiten Spiel der heutigen BVB Simulator Glory Karriere. Jetzt hier das Spiel gegen den VfL Wolfsburg werden wir einfach mal überspringen in 3:2:1 und spielen am Ende 1:1. Aubameyang für uns mit dem Führungstor, aber in der 86. Minute die Davi dann nochmal für Wolfsburg mit dem Ausgleich, und damit starten wir mit einem Unentschieden und mit einem Punkt in die Saison rein. Nächstes und alles entscheidendes Spiel gegen die Hertha. Das Spiel, was meiner Meinung nach entscheiden wird, ob wir jetzt hier bei Borussia Dortmund bleiben werden oder nicht, weil die Freude auf die heutige Folge, die Vorfreude war ziemlich groß, aber kein Einsatz bisher finde ich schon ziemlich mager. Deswegen schauen wir einfach mal. Wenn wir wirklich gegen die Hertha auch nicht berücksichtigt werden, dann, wie gesagt, dann wird es wahrscheinlich die Leihe werden. Außer ihr entscheidet euch in der Umfrage anders und sagt, nee, versucht dich bei Dortmund durchzubeißen, aber ich glaube, das wäre auch nicht so interessant, wenn jede Folge gefühlt eine Simulator-Glory-Folge wird. Aber naja, never give up, never stop dreaming, deswegen hoffen wir einfach mal jetzt hier, dass wir gegen die Hertha eingesetzt werden. Epische Musik bitte, komm schon, bitte, gegen die Hertha müssen wir spielen. Wir müssen einfach spielen.
Drittes Spiel in der heutigen Folge der BVB Simulator Glory Karriere. Diesmal geht es also ran heim gegen die Hertha aus Berlin. Aubameyang direkt mit dem 1:0. Sehr stark, aber doch direkt der Ausgleich von der Hertha. Wir werden das Ganze einfach mal wieder überspringen in 3, 2, 1 und spielen am Ende auch nur 2:2. Also Dortmund-Trainer, ich würde es mir noch mal ein weiteres Mal überlegen, den DGTV Junior nicht spielen zu lassen, weil scheinbar funktioniert das Ganze momentan nicht so wirklich überragend. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das riecht für mich momentan förmlich nach einer Laie, denn irgendwie nur alle 6-7 Spiele hier bei Dortmund zu machen, würde glaube ich auch schon so ein bisschen die Spannung an dieser Spielerkarriere rausnehmen. An der Stelle seid jetzt ihr gefragt, was sollen wir in unserer jetzigen Situation machen? Ich weiß nicht, ob wir überhaupt die nächsten Spiele eingesetzt werden. Ihr kennt die Spielerkarriere, Leute. Es kann mal passieren, dass wir wahrscheinlich auch 10 oder 20 Spiele gefühlt eine ganze Saison nicht eingesetzt werden. Egal welches Rating wir haben. Meistens ist es halt sowieso zu schlecht. Sollen wir es aber dennoch versuchen, uns hier durchzubeißen bei Borussia Dortmund? Oder sollen wir lieber sagen, gut, wir verleihen uns in die Bundesliga, in die zweite Bundesliga, versuchen da eben unser Rating auf, sagen wir mal, 80 zu pushen oder über 80 und von da aus können wir dann eben sagen, wir gehen zurück zu Dortmund und dann schauen wir einfach, wie das Ganze dann weiterläuft. Also das klingt für mich zumindest nach der etwas logischeren Variante. Wir schauen jetzt aber einfach nochmal die letzten 3 Tage des Transferfensters, was wir für Leihangebote reinbekommen oder ob wir da überhaupt noch was reinbekommen. Denn wir sind jetzt, wie man sehen kann, am Transfer Deadline Day und irgendwie kam nach der Leihe vom 1. FC Magdeburg, da vom Angebot irgendwie danach, kam da gar nichts mehr. Man muss aber auch sagen, das Angebot vom 1. FC Magdeburg kam jetzt auch schon vor 2 oder 3 Wochen im Spiel drin, also in der Karriere. Und jetzt sind wir schon am Transfer Deadline Day bei 6 Stunden, also ich habe irgendwie schon ein bisschen Angst, dass da nichts mehr kommt. Und damit vergeht die letzte Stunde des Transferfensters. Wir haben kein weiteres Leihangebot mehr reinbekommen. Nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ja, während ich gerade sehe, dass Bremen sich Stefan El-Shaarawy geholt hat, bin ich auch ganz ehrlich zu euch, Leute. Ich wollte gerade mit bisschen schummeln und Spielstand neu laden. Vielleicht versuchen, wenigstens auch die Möglichkeit zu haben, euch eine Umfrage zu liefern, dass wir sagen können, entweder wir gehen per Laie irgendwo hin oder bleiben bei Dortmund. Aber es kam einfach, egal was ich gemacht habe, es kam kein Leihangebot rein. Also es heißt, wir sitzen mindestens noch für die ganze halbe Saison hier bei Borussia Dortmund fest. Nicht, dass ich das irgendwie krass schlimm fänden würde, aber es wäre halt, finde ich, schon ein bisschen besser, wenigstens beide Optionen zu haben. Aber wenn es halt leider nicht möglich ist, dann muss man halt irgendwie so dem Schicksal ins Auge schauen. Es ist halt leider nicht möglich, in unserer Situation momentan verliehen zu werden. Wir versuchen einfach mal das Beste daraus zu machen. Sprich, wir werden so die Einsätze, die wir haben, versuchen gut zu nutzen. Denn ich glaube, wenn der Trainer einem sagt, im nächsten Spiel bist du dabei und in diesem Spiel, wo man dabei ist, überzeugt man, könnte es auch vielleicht sein, dass man einen Stammplatz bekommt. Also, das heißt, für die heutige Folge wird es auf jeden Fall hoffentlich noch irgendwo ein Spiel geben, was wir selber spielen dürfen. 2000 Jahre später. Da ist sie endlich, die Nachricht. Da du schon länger nicht mehr zum Einsatz gekommen bist, was heißt hier schon ein bisschen was länger, also das war im letzten Monat, in dem vorletzten Monat im Vorbereitungsturnier, habe ich mich entschieden, dir eine Chance zu geben, damit du zeigen kannst, was in dir steckt. Du wirst bei der nächsten Partie aufgestellt. Gib also alles und beweise mir, dass du ein unverzichtbarer Teil dieser Mannschaft bist. Und genau das werden wir tun. Es geht ran gegen den 1. FC Köln, gegen den momentanen echten Tabellenletzten der Bundesliga. Da könnte man halt eigentlich mal eine gute Performance abliefern. Ihr seht die Formation, DGTV Junior eben auf der 10er-Position neben Weigel und Rode im zentralen Mittelfeld. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein ins erste Spiel der heutigen Folge nach unglaublich langer Zeit und sehen uns gleich wieder. Und die Spannung steigt. Das allererste Pflichtspiel für Borussia Dortmund. Es geht ran bei nicht gerade guten Bedingungen hier gegen den 1. FC Köln. Das allererste Pflichtspiel in der FIFA 18-Karriere. Es hat, muss man sagen, ein bisschen länger auf sich warten lassen. Also das große Glück, wie der Vater, der bei Bayern hätte Stammspieler zum Start der Karriere sein können, haben wir leider nicht. Wir haben quasi das Pech, dass wir uns hier irgendwie durchbeißen müssen bei Borussia Dortmund, eben mit guten Leistungen diesen Mann hier, den Trainer, der Peter Bosch ein bisschen ähnlich sieht, den eben zu überzeugen, dass wir der Richtige sind, dass wir ein Spieler sind, der auf jeden Fall immer von Anfang an spielen muss. Eine Vorlage wäre auf jeden Fall nicht schlecht, ein Tor wäre natürlich auch nicht schlecht, aber allgemein einfach eine gute Performance, eine gute Note, würde, denke ich mal, auch schon ein Ausrufezeichen setzen, dass wir wenigstens ein paar mehr Einsätze in der Zukunft bekommen. Ich würde sagen, wir gehen rein ins Spiel und sehen uns in der ersten Szene wieder. Los geht's. Guter Ball von Pulisic, jetzt vielleicht mal die Gelegenheit mit links, ach man, Abschlüsse mit links, die funktionieren bei DGTV Junior genauso wenig wie beim Vorgänger. Starker Ball, Vorlage für Aubameyang und die erste Gelegenheit für uns hier für Borussia Dortmund. Schuss von Aubameyang war aber leider nicht so gut, da muss ich mal ein bisschen mehr anstrengen, dass ich hier auch ein paar Vorlagen bekomme. Stark den Ball jetzt hier weiterleiten für Pulisic, der spielt ihn zurück und da sind wir und da ist DGTV Junior. 13. Minute und da ist das allererste Pflichtspieltor in der FIFA 18 Spielerkarriere. Wie geil ist das bitte? Pulisic hier mit der Vorarbeit
super gemacht. Und dann der Abschluss eben, es war mit rechts. Also mit links, glaube ich, wäre so ein Abschluss, genau, Abschluss mit rechts. Mit links wäre sowas niemals zustande gekommen. Und da ist das allererste Tor, Leute. Das ist ein Ausrufezeichen, was wir setzen. Erstes Bundesliga-Tor für DGTV Junior. Das erste von hoffentlich vielen in der Zukunft. Weigel, Pulisic, DGTV Junior. Oh nein, ich komme nicht wirklich zum Abschluss. Nein, das gibt es doch nicht. Da verspringt der Ball und es wäre wahrscheinlich vielleicht sogar das 2-0 geworden. Verdammt. Wie genial wäre das denn bitte gewesen, beim Pflichtspieldebüt für Dortmund zwei Tore zu machen. Vielleicht kriegen wir ja jetzt nochmal die Gelegenheit. Mit dem linken Fuß die Latte getroffen. Ich pack's hier gerade gar nicht mehr. Wenn die drei Dinger reingehen, dann wäre das ein Hattrick. Oh mein Gott, Leute, das ist echt nicht zu glauben. Erste Halbzeit vorbei, was gibt es viel zu sagen? Wir machen bisher ein überragendes Spiel, haben ein Tor erzielt und hatten zweimal die Gelegenheit auf dem Fuß, ein 2-0 oder 3-0 sogar zu machen. Aber beide Dinger sind nicht reingegangen. Einmal verspringt uns der Ball und einmal treffen wir einfach mit dem linken Fuß die Latte. Es ist einfach unglaublich, Leute. Aber es ist bisher einfach ein geiles Spiel und ich glaube auch ein Zeichen an den Trainer hier beim BVB, dass wir auf jeden Fall mehr Einsatzzeit brauchen als, sagen wir mal, ein Spiel in drei Monaten. Also eine Sache ist auf der 10er-Position, muss ich sagen, echt mega schwer und mega anstrengend. Immer wieder, ja, da sieht man es auch schon wieder, schlechtes Stellungsspiel. Ich weiß nicht, was ich falsch mache, aber es ist halt wirklich so, wenn du mal wirklich 2-3 Meter von der eigentlichen Position weg bist, dann kriegst du halt immer eine Note abgezogen. Und das muss man sagen, ist schon des Öfteren mal hier im Spiel passiert. Oh, stark den Ball gewonnen von Auba. Ich brauche den Ball auf dem rechten Fuß. Und da ist der rechte Knaller von DGTV Junior zum zweiten Mal im heutigen Spiel. Trifft der Junge, 65. Minute, es steht 2-0 und es ist zweimal der Sohn vom ehemaligen Borussia Dortmund-Spieler von Dennis DGTV. DGTV Junior, hier sehen wir ihn mit der Nummer 31. Aubameyang holt sich den Ball und da machen wir es eben geschickt, nicht mit links abschließen. Das ist immer so ein kleines Risiko, was wir haben, sondern schön mit rechts den Ball in den Kasten befördern. Super gemacht, aus dem Halbstand würde ich schon fast sagen hier. Richtig starker Schuss, also für das Rating muss man auch sagen, war der Schuss richtig krass. Also als hätte dieser Junge nichts anderes getan, als solche Tore zu machen. Zweites Bundesliga-Tor für DGTV Junior, das zweite Pflichtspieltor für Borussia Dortmund. Also wie gesagt, wenn wir in den nächsten Spielen nicht öfter spielen, dann weiß ich auch nicht weiter. Das Spiel ist vorbei, unser allererstes Pflichtspiel in der Bundesliga für Borussia Dortmund endet also mit einer, muss man sagen, sehr guten Passquote, zwei Toren, mega vielen Toraktionen, mega vielen Ballaktionen, also wenn wir hier nicht der absolute Man of the Match waren, dann weiß ich auch nicht weiter. Also überragendes Spiel von diesem jungen Mann hier, Dennis DGTV Junior, zwei Tore, fünf Schüsse, hätte auch vielleicht heute im Viererpack sein können, wenn die zwei Bälle reingehen, beziehungsweise er einmal zum Schuss kommt und einmal der Linksschuss da eben nicht an die Latte geht, sondern ins Tor reingeht. Aber ich würde sagen, ein sehr vielversprechendes Debüt für die Zukunft. Erstes Spiel für DGTV Junior in der Bundesliga und direkt zwei Tore. Also das war doch, würde ich sagen, eine sehr turbulente dritte Folge dieser FIFA 18 Spielerkarriere. Dazu, okay, die Trainingsergebnisse sehen jetzt hier ziemlich erbärmlich aus mit 3 Fs. Dazu haben wir auch noch ein Rating gewonnen, mit diesem Spiel hier von 73 auf 74 gestiegen. Dortmund auf den dritten Tabellenplatz, quasi geschossen mit 8 Punkten aus 4 Spielen. Und kommen wir jetzt vielleicht auch mal in Frage für das nächste Spiel gegen Hamburg? Fragezeichen. Mal gucken. Bin ich jetzt sehr gespannt. So, wir haben Ziele vom Trainer, aber spielen wir überhaupt? Das ist die Frage. Du wirst in der heutigen Mannschaft nicht berücksichtigt. Wenn zwei Tore nicht reichen sollen, dann weiß ich nicht, was für diesen Trainer irgendwie akzeptabel ist. Also an der Stelle war es auf jeden Fall mit der heutigen Folge der FIFA 18 Spielerkarriere. Wenn euch das Ganze gefallen hat, ihr mehr davon sehen möchtet, lasst gerne einen Daumen nach oben da. 5000 Likes immer wieder das Ziel für die heutige Folge. Wäre wirklich mega nice, wenn wir das Ganze smashen würden. Falls du noch kein Abonnent des Kanals sein solltest, wie gesagt, Hashtag Road to 200k. Es fehlen mittlerweile nicht mal mehr 800 Abos zu den 100.000. Deswegen fleißig weiter abonnieren, falls du den Kanal nicht abonniert haben solltest, dann tu das Ganze sehr gerne, komplett kostenlos, verpasse in der Zukunft keine weiteren Videos, werde ein Teil der Hashtag DGTV Army und supporte mich auf meinem Weg zu den 100.000. Das war's von mir, das war's von der Spielerkarriere-Folge für heute. Ich wünsche euch noch ein wunderbares Wochenende. Bis dahin, bis zur nächsten Folge der Spielerkarriere oder von einem anderen Video. Haut rein und ciao.